herzlich willkommen zur 10. Runde im Expressi-Tippspiel Tipps der Experten. Heute begrüße ich ganz herzlich an meiner Seite den Trainer des SV Germania Saltendorf, Thomas Scherzer. Thomas, hallo. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Erstmal danke, dass du da bist. Sehr gerne. Ja, ich denke, der Zeitpunkt deines Besuchs passt sehr gut. Hattet gestern als Tabellenführer das Spitzenspiel gegen VSV Wenden. 3-3, lag 3-1 hinten. Schwierig dann zurückzukommen. Ihr habt es gepackt. Wie hast du das Spiel erstmal erlebt? Ja, erstmal für die Zuschauer war es, glaube ich, ein sehr gutes Spiel. Wirklich ein tolles Spiel von beiden Seiten, war alles drin, viele Tore. Gut vom Spielverlauf her, um das vielleicht kurz und knapp zusammenzufassen, war es dann sicherlich nach hinten raus ein wenig glücklich für uns. Ja, wenn du 3-1 zurückliegst, kurz vor Toreschluss, 10 Minuten vor Ende und kassierst dann halt gegen die im Grunde genommen 2 Tore Rückstand und die haben überragende Kicker da drin, ja, die wirklich wahnsinnig gut nach vorne spielen können. Und dann kommst du wieder, dann ist es dann, glaube ich, dann zum Ende hin dann doch nicht ganz unverdient. Also sprich dann absolut für die Mannschaft. Die haben Charakterstärke bewiesen und dann haben die sich jetzt im Laufe der Zeit wirklich super gut angeeignet und wir hatten gegen Drolshagen auch zurückgelegt, 2-0. Zwar zum früheren Zeitpunkt, aber gegen so eine Mannschaft dann nochmal zurückzukommen und den Willen zu zeigen, also das war schon enorm und von daher war es sicherlich auch nicht ganz unverdient, weil aufgrund der ersten Halbzeit, wo wir, glaube ich, sehr, sehr gute Torschancen auch hatten und konnten auch in Führung gehen, ja, und dann macht der Lukas Kneisel, macht dann natürlich ein überragendes Tor, Tor des Monats, ja, haut er das Ding aus 25 Meter in den Knick und dann gehst du 1-2 in die Pause und ja, dann ist das eigentlich so, wie die Wendner das so haben wollen mit ihren Spielern, ja, ob Schweizer und Kneisel und Runkel, ja, nochmal überragende Kicker, ja, und wie unsere aber dann dagegen angegangen sind, das war schon wirklich toll, also Riesenkompliment auch nochmal an dieser Stelle und ja, also war schon, also mir fehlen jetzt auch noch so ein bisschen die Worte, weil ich mega stolz bin, ja, die sind zurückgekommen und haben sich das Unentschieden dann auch wirklich redlich verdient. Ja, mega stolz ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Ihr haltet die Tabellenspitze schon seit einigen Wochen. Vor der Saison hatten viele, ich denke du auch, Ottfingen und Wenden ganz oben auf dem Schirm. Wenden ist ja auch nah an euch dran, aber Ottfingen tut sich nach wie vor schwer. Ja, hättest du damit gerechnet, dass ihr so gut in die Saison startet und auch dann weiterhin so gut spielt bis jetzt? Ja, ist immer eine schöne Frage. Jetzt haben wir den 11. Spieltag, haben wir jetzt absolviert. Und ja gut, da muss ich mir natürlich auch überlegen, so was erzähle ich jetzt nach außen hin? Ja gut, aber was soll man jetzt noch anderes erzählen? Ja, wir haben jetzt einen 11 Spieltage absolviert, sind Tabellenführer, ja, haben gegen Wenden, also für mich immer noch den absoluten Top-Favoriten 3-3 gespielt und halten im Grunde genommen im Moment relativ viel und alles offen. Ja. Lüdenscheid drängt ganz gewaltig nach, die haben auch eine super Truppe und wird auf jeden Fall spannend. Wir versuchen möglichst lange da oben zu bleiben und ja, und gucken, was dabei rauskommt. Kommen natürlich viele Faktoren zusammen. Ja, die Verletzten, ja, kommen die zurück, ja, oder ja, jetzt das Wetter, da werden einige krank und dann hat man Ausfälle, aber ja, das darf uns überhaupt gar nicht belasten. Ja, also das haben wir bis dato immer gut geschafft und wir haben einen sehr, sehr guten, breiten Kader, viele junge Leute. Gute Jungs dazu bekommen, vor allen Dingen auch charakterlich, wo der Verein auch wahnsinnig viel Wert drauf legt und da haben wir wirklich Riesenglück, ob im letzten Jahr oder auch dieses Jahr. Die Mannschaft hat sicherlich auch einen Vorteil. Wir spielen schon jetzt in der Konstellation, ja, 80, 85, 90 Prozent der Spieler über 2 Jahre zusammen. Ist sicherlich kein Nachteil. Und die dazukommen, die passen sich super gut an und ja, und innerhalb der Truppe stimmt das, klar, beim Erfolg. Ja, stimmt's immer, aber wir hatten auch andere Zeiten ganz am Anfang, wo ich angefangen hatte und da hat die Mannschaft auch schon Charakter bewiesen und die hat nie aufgegeben und ja, und das spricht halt aktuell, ja, für uns. Ja, du hast gerade angesprochen, der Start bei dir in Saltendorf war durchaus ein bisschen holprig jetzt mittlerweile, die Entwicklung, die kann man sehen, deine Handschrift, denke ich auch. Im Vergleich zur letzten Saison, wo ihr ja schon gut abgeschnitten habt, was ist noch anders, was ist noch besser geworden? Wir haben auch schon häufig gesprochen, du hast gesagt, die Mannschaft ist noch ausgeglichener, ist noch vielleicht ein bisschen galliger, williger. Ja, wie siehst du das? Ja, du hast ja schon ein paar Punkte genannt. Wir haben, als Mannschaft sollte man sich
irgendwann mal weiterentwickeln. Mhm. Ja, das ist auch mein Ziel, ist auch Ziel der Mannschaft und auch sicherlich Ziel des Vereins. Und wiederhole ich mich gerne nochmal, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Wir haben auch in dieser Runde vor der Saison gute Jungs dazu bekommen, ja, mit dem Sven Huck, mit dem Alex Jepsche, auch mit dem Youngster, mit dem Ahi, mit dem Jan Henrichs aus der zweiten, mit Felix Hartmann aus der A-Jugend. Und ja, das sind alles Jungs, die passen wirklich super gut da rein. Jeder macht seinen Part, ja, und das dann halt zusammengepackt mit den Jungs, die schon da waren oder da sind, ergibt es im Moment eine sehr, sehr gute Mannschaft. Mhm. Ich denke, bis jetzt gibt es aus deiner Sicht auch absolut wenig bis gar nichts zu meckern. Ihr seid heimstark, ihr habt noch kein Spiel verloren. Ich stelle die Frage mal bewusst anders. Ab wann müsstet ihr euch denn aus deiner Sicht mit dem Aufstieg vielleicht beschäftigen? Zum Winter oder doch noch erst später? Ja, man sollte immer ein bisschen vorsichtiger oder ein bisschen demütiger da dran gehen. Mhm. Aber ich glaube, wenn man am 11. Spieltag vorne steht, dann bin ich jetzt auch überhaupt gar nicht der Typ, der dann immer so ein Understatement betreibt. Möchte ich nicht, weil dann schiebe ich dann immer mal ein paar Sachen hinterher, die dann andere ein bisschen anders auffassen, die dann vielleicht sagen, ja, was erzählt der denn? Ja, die sind 11 Spieltage oben, ja, haben 7 Spiele gewonnen, 4 unentschieden. Ja gut, dann steht man sicherlich nicht ganz zu Unrecht da oben, und jetzt sind noch 17 Spiele, ja, zu absolvieren, wenn ich richtig gezählt habe. Und ja, klar hat man dann das Ziel, so lange oben zu bleiben, wie es eben nur geht. Ja. Aber gehört einiges zu, wie gesagt, auch der Faktor Glück mit dem Kader, wo hoffentlich wenig Verletzte jetzt auch gerade in den Wintermonaten auftauchen. Und ja gut, und dann im Spiel hat man sicherlich hier und da, klar, Glück. Ja, ich erinnere mich auch an das Spiel sicherlich in Freudenberg bei Mike, als wir 2-0 verloren haben. Ja, da rettet dreimal die Latte, und ja, dann kommt dann halt so ein ja, moderner Spruch, Glück des Tüchtigen, oder wenn man oben steht, hat man das Glück. Ist vielleicht so, aber ich sage auch ganz klar, das Glück kann man sich in irgendeiner Art und Weise und Form erarbeiten, und das ist auch eine Form der Qualität, und die sich die Jungs in jedem Training auch erarbeiten. Hm. Du bist jetzt ja lang genug in der Bezirksliga als Trainer aktiv, begleitest sie ähnlich lang wie ich, denke ich. Ich habe das Gefühl, die Liga ist noch viel ausgeglichener als letztes Jahr. Wird sicherlich keine Mannschaft geben wie letztes Jahr meiner Zagen, die ganz, ganz klar vorne wegmarschiert. Woran liegt das aus deiner Sicht? Also gebe ich dir erstmal grundsätzlich recht. Also ich sehe die Klasse auch sehr ausgeglichen. Also es wird kein Spiel geben, wo du jetzt irgendwo mal sagst, okay, da fahren wir hin und gewinnen einfach mal so. Ja. Oder aber wenn, ich sag mal, Mannschaft X gegen Y spielt und sagt, ja, die gewinnen auf jeden Fall, gibt's aus meiner Sicht auch nicht mehr, weil die ist ausgeglichener geworden, und ich finde, die ist auch wirklich in einigen Bereichen noch spielstärker geworden. Und ja gut, womit hängt es zusammen? Mittlerweile sind in der Bezirksliga auch viele Spieler, die höherklassig gespielt haben, ja, ob in Wenden, ja, ob auch in Ottfingen, ja, das sind wirklich gute Kicker dabei, und wertet die ganze Sache dann natürlich auf, klar. Ja, dann lass uns noch einen Blick vielleicht auf deinen Verein werfen, Salchendorf. Ich denke, ihr habt ein tolles Umfeld, Fußball verrückt, Fußball begeistert. Wie wohl fühlst du dich nach den Jahren jetzt immer noch? Ja, ist ein super toller Verein. Also kann ich nur unterschreiben, mehrfach, weil der Verein funktioniert hervorragend, hat wirklich einen tollen Vorstand. Ja, der Hintergrund, da wird sehr, sehr gut gearbeitet. Ja, wirklich ein guter Vorstand. Und ja, wir haben eine erste Mannschaft, eine zweite Mannschaft, eine dritte Mannschaft, eine Damenmannschaft, wir haben eine Jugend, zwar in Spielgemeinschaft, ja, aber wo auch sehr gute Jungs drin sind, und das muss man erstmal stemmen, und ist nicht ganz so einfach, aber weil der Verein als Gesamtverein ist auch relativ groß, und da gehört schon einiges zu. Ja, also wir haben sicherlich noch einen tollen Platz und ein tolles Sportheim, und das sind alles so Faktoren für einen Verein, ja, der Bezirksliga spielt, die nicht ganz unwichtig sind, und ja, und von daher, ja, fühle ich mich da pudelwohl, und es wird einem auch relativ leicht gemacht, ja, also man hat da wenig Schwierigkeiten. Die Jungs, die sind alle in Ordnung. Ja, wenn man gestern zum Beispiel auch sieht, ja, die dritte Mannschaft, die immer vor uns spielt, ja, oder auch die A-Jugend, ja, die dann komplett vertreten waren, ja, die unterstützen überragend in den Spielen, und das macht halt riesig, riesig Spaß. Und
ja, da nochmal Kompliment und an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön. Ist aber was da geleistet wird, ja. Mhm. Ja, dann lass uns noch ein Wort zum Saisonziel verlieren. Du hast gerade schon im Thema Aufstieg angedeutet, dass sich das erstmal nicht großartig ändern wird. Ich glaube, ihr hattet so ausgegeben, dass ihr dir gerne den Platz der letzten Saison wieder grob bestätigen wolltet, ne? Ist richtig, ja. Platz 5 wollten wir bestätigen, weil, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja, die Liga ist beständiger und ausgeglichener geworden und das habe ich vor der Saison auch schon gesagt. Und deswegen war für uns und auch vom Vereinsseite das Ziel, ja, Platz 5 zu bestätigen, ja, das Nonplusultra. Gut, jetzt stehen wir oben. Ja, und jetzt sage ich, wir wollen so lange wie möglich oben mitmischen. Mhm. Und den VSV Wenden, den ich immer noch als absoluten Top-Favoriten sehe und auch Rot-Weiß Lüdenscheid, die ich sehr, wirklich sehr, sehr stark einschätze. Ja, gerade auch im vorderen Bereich sind die wirklich super gut besetzt. Ja, und den versuchen wir bis zum Ende Paroli zu bieten und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, Thomas, dann können wir eigentlich mit dem Tippspiel anfangen. Gerne. Trifft sich gerade fast witzig, weil der Alexander Müller vom TuS Deutz gerade reinmarschiert. Der hat die letzte Runde leider nicht so erfolgreich bestritten und hat mit 7:3 gegen die Expressi-Redaktion verloren. Dann gucken wir mal, wie der Thomas sich jetzt schlägt, der letzte Saison lange sehr gut im Rennen war. Thomas, ich glaube, Platz 2 am Ende. Dieses Jahr wird. Ja, wer hat denn da gewonnen? Ja, das, ja. Ich weiß auch nicht, welche Vögel das waren, aber da schauen wir jetzt mal drauf, wie du dich diese Runde schlägst. Ja, wir fangen an in der Regionalliga West. Die Erndtebrücker haben das letzte Spiel ja doch recht schwach gespielt gegen Bonner SC und verloren. Empfangen jetzt dann Rot-Weiß Essen. Was tippst du da? Typischen 1:1. Unentschieden. Ja, dann in der Regionalliga Südwest. TSV Steinbach immer wieder so ein Auf und Ab gefühlt. Haben zu Hause die Aufgabe gegen Waldhof Mannheim dann. Ich glaube, eine schwere Aufgabe. Mhm. Typisch 1:2. Ja. Ja, gehen wir in die Oberliga. Ich denke, dein alter Verein sicherlich jetzt mit Spannung erwartet. Sportfreunde Siegen hat nach dem spielfreien Wochenende jetzt ASC Dortmund zu Hause. Typischen 2:1 für Sportfreunde. Mhm. Ja, Tabellenführer Karl Marienborn nach dem Spitzenspiel 2:2. Jetzt dann zu Hause die Aufgabe Ennepetal. Ja, Karl Marienborn, gut ab. Also spielen eine prächtige Runde. Und ich glaube, auch gegen Ennepetal werden sie als Sieger vom Platz gehen. Ich tippe 1:0. Also, ja gut, dann sind wir schon in der Landesliga angekommen. Entrückter Zweitvertretung gegen sehr starken RSV Meinerzhagen. Ja. Ja, RSV Meinerzhagen auch letztes Jahr schon sehr stark. Dieses Jahr mischen sie auch wieder ganz vorne mit. Wird schwer für Ennepetal 2. Meinerzhagen jetzt im Pokal bei der ersten im Westfalen-Pokal 2:0 verloren. Also wird wahnsinnig schwer für Ennepetal. Also ich tippe 1:2. Ja. 1:2, ja gut, dann sind wir schon in eurer Liga angekommen. Euer Spieltippen war logischerweise aus gegebenem Grund nicht. Aber da haben wir die Partie Ottfingen gegen euren Lieblingsrivalen TSV Weißthal. Ja, Ottfingen sicherlich anders platziert, als sie sich erhofft haben. Weißthal sicherlich, ja, hätten bestimmt gerne auch ein paar Punkte mehr. Ich bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ottfingen ist wirklich unter Zugzwang und ich gehe auf ein 1:1. 1:1, okay. Ja, Aufsteiger FC Eiserfeld empfängt zu Hause, gerade in der letzten Saison, immer wieder hochgelobt, der SC Lister-Nohl. Nach wie vor immer noch eine gute Mannschaft, in meinen Augen. Eiserfeld sehr kampfstark, haben gute Jungs, auch vorne drinne. Wird auch eine enge Kiste, aber ich glaube, dass Eiserfeld mit 2:1 gewinnen wird. Ja, und dann sind wir auch schon in der Kreisliga A angekommen. Da spielt ja auch eure zweite Mannschaft. Spielvereinigung Neuenkirchen, sehr, sehr stark die Saison. Hat Walbach zu Hause. Ja, Neuenkirchen, super Truppe. Ja, viele gute junge Leute drin, auch im vorderen Bereich. Gegen Walbach, die aus meiner Sicht aber auch positiv überrascht haben bis dato. Und ich denke, knappes 2:1 für Neuenkirchen. Mhm. Ja, dann Siegener Stadtderby, kann man fast schon sagen. FC Grünwald Siegen oben in der POS Arena gegen Siegener SC. Gehe ich auf ein 1:3. 1:3, ja. Deutlicher Auswärtssieg. Und dann noch als letztes die SG Mudersbach-Barbach auch oben dabei gegen deinen Heimatverein, kann man so sagen, TuS Wilnsdorf-Hilgersdorf. Ja, Heimatverein ist jetzt übertrieben. Ja, also ich komme aus Hilgersdorf. Wohnortsverein. Haben es sehr, sehr schwer diese Saison. Haben jetzt gegen unsere zweite 1:0 verloren, aber gut, war ein knappes Ding. Mudersbach sehr gut. 2:1 für Mudersbach, ja. 2:1 knapp.
Alles klar. Ja. Wunderbar, Thomas, dann sind wir mit dem Tippen schon durch. Dann darf ich dir erstmal mit deiner Mannschaft viel Erfolg für den Rest der Saison wünschen. Dir natürlich persönlich auch einen schönen Urlaub, den du jetzt antrittst. Und dann sehen wir uns, denke ich, in der nächsten Saison wieder. Und nächste Woche ist dann vom SOS Niederschelden der Kollege André Stoffel zu Gast. Bis nächste Woche. Danke.